Herzlich willkommen zu den Heute-Express-Nachrichten. Der Online-Dienst Twitter hat den Account von US-Präsident Trump dauerhaft gesperrt. Grund sei das Risiko weiterer Anstiftungen zur Gewalt. Trump hatte seine Anhänger am Mittwoch auch über Twitter zu einem Marsch zum Kapitol angestachelt. Dort stürmten diese das Gebäude. Die Demokraten fordern Trumps Rücktritt. Bereits am Montag wollen sie ein Amtsenthebungsverfahren im Repräsentantenhaus auf den Weg bringen. Zu den aktuellen Corona-Zahlen. Wegen der vergangenen Feiertage geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass die Daten frühestens wieder nächste Woche richtig belastbar sind. Das RKI registrierte 24.694 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Zudem wurden 1.083 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. In Chile sind die Menschen erneut auf die Straße gegangen. Seit Monaten protestieren sie vor allem in der Hauptstadt Santiago gegen die soziale Ungleichheit und fordern Reformen im Renten- und Gesundheitssystem. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch Erhöhungen der Lebenshaltungskosten. Spanien versinkt im Schnee. Grund ist Sturmtief Filomena mit Rekord-Minustemperaturen, sodass die Flocken auch liegen bleiben. So mancher Auto- und Lkw-Fahrer war darauf nicht vorbereitet. Und es gibt Nachschub. Am Wochenende werden bis zu 30 cm Neuschnee erwartet. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Bayern München eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Spitzenreiter verspielte in Mönchengladbach eine 2:0-Führung und verlor mit 2:3. Das waren die Heute-Express-Nachrichten. Immer auf dem Laufenden sind Sie mit unserer ZDF-Heute-App. Tschüss und bis später.